26. Lektion. Der Hausmeister. Sieh mal, dort oben sitzt eine kleine Katze auf dem Garagendach. Die kann allein nicht mehr runter. Komm, wir helfen ihr. Hast du sie? Ja, sie zittert am ganzen Leib und ist ganz mager. Wem kann die wohl gehören? Wahrscheinlich niemandem. Weißt du was? Wir nehmen sie mit nach Hause. Warte, pass auf. Dort steht der Hausmeister vor der Tür. Der mag keine Katzen. Ach, der sieht uns nicht. Der ist mit den Mülleimern beschäftigt. Warte lieber. Ich gehe zu ihm und frage ihn etwas. Und du gehst inzwischen schnell rein. Zu spät. Er hat uns schon gesehen. Jungens, denkt bloß nicht, dass das Vieh ins Haus kommt. Der Hausmeister. Sieh mal, dort oben sitzt eine kleine Katze auf dem Garagendach. Die kann allein nicht mehr runter. Komm. Wir helfen ihr. Hast du sie? Ja, sie zittert am ganzen Leib und ist ganz mager. Wem kann die wohl gehören? Wahrscheinlich niemandem. Weißt du was? Wir nehmen sie mit nach Hause. Warte, pass auf. Dort steht der Hausmeister vor der Tür. Der mag keine Katzen. Ach, der sieht uns nicht. Der ist mit den Mülleimern beschäftigt. Warte lieber. Ich gehe zu ihm und frage ihn etwas und du gehst inzwischen schnell rein. Zu spät. Er hat uns schon gesehen. Jungens, denkt bloß nicht, dass das Vieh ins Haus kommt. Übung. Er geht zu ihm und fragt ihn, wie er heißt. Wo ist dein Schlüssel? Ich habe ihn in meiner Tasche. Der Hausmeister mag keine Katzen. Die kleine Katze sitzt auf dem Mülleimer. Gehört die Tasche Frau Meier? Ja, sie gehört ihr.
herzlichen Dank. Viel Glück!